Kriegen wir den Splash auf die Pumpe? Oh, was? Geil. Oh, no. Oh mein Gott, die Predicts. Im heutigen Cash Rabi gibt es die Antwort auf Trimax, weil er auf einen oder in einem seiner Videos meinte, er ist der bessere Spieler, weil seine Kartenmeisterung höher ist. Und wir haben natürlich die letzten Tage 16 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden gestreamt. Und wir haben es endlich geschafft. Endlich haben wir Trimax überholt. Und ihr könnt ihr sehen, wir haben mittlerweile 2 Karten auf Level 7. Wie ich das geschafft habe, was meine besten Tipps und Tricks für die Kartenmeisterung sind, das seht ihr im heutigen Video. Gerne den Kanal kostet abonnieren, wenn ihr keine weiteren Cash Rabis verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir springen in die Games. Und nebenbei gebe ich euch ein paar Tipps für die Kartenmeisterung. So Leute, hier sind wir im ersten Game. Das Gameplay soll natürlich trotzdem unterhaltsam sein. Deswegen mache ich Live-Games. Ich versuche auch beides unter einen Hut zu bekommen. Natürlich gibt es verschiedene, oh, das sollte keine Prince sein, egal. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, seine Karten-Mastery zu grinden. Das Einfachste ist einfach, man geht in irgendwelche Party-Modus und das, weil das zählt ja, ich glaube, soweit ich weiß, Party-Modus zählt, Turniere zählen, Ladder zählt, aber Friendly Battle zählen nicht. Warum haben Supercell sich dazu entschieden, Friendly Battle zu machen? Weil Leute dann halt einfach, ja, regelmäßig sich oder gegeneinander spielen, das halt immer wieder machen. Aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, das in Party-Modus ein bisschen, sagen wir, durch Cheaten, also ist nicht wirklich Cheaten, aber die Möglichkeit, das natürlich ein bisschen anders oder einfacher zu gestalten, dass man da einfacher seine Kartenmeisterung hoch grindet. Natürlich muss man erstmal gucken, was muss man mit den Karten erreichen. Geht es darum, den Damage zu machen? Da muss man natürlich, meistens versucht man dann ein schnelles Deck um die Karte herum zu machen, um dann halt mit der Karte bestmöglich oder meistmöglich die Karte zu benutzen, um dann halt die Mastery auf das nächste Level zu bekommen. Und natürlich ein Tipp, den ich euch geben kann. Was so der Main-Tipp zum Kartenmeisterungsfarm ist, ist folgender, dass du dich zum Beispiel in den Discord zusammensetzt, dich mit einem Kumpel zusammensetzt oder mit mehreren Leuten und ihr einfach versucht, euch über den Party-Modus zu snipen. Das heißt, ihr sucht einfach gleichzeitig im Party-Modus und hoffentlich findet ihr euch gegenseitig und dann seid ihr sozusagen im Friendly-Battle, ihr wisst, gegen wen ihr spielt und dann könnt ihr das Game so lange wie möglich hinhalten und dann halt eure Kartenmastery am höchsten bekommen. Natürlich, wenn ihr meine Streams geschaut habt, gesehen, ich habe das nicht gemacht, ich habe einfach nur Ladder gezockt. Natürlich hilft es um den, oder viele Leute, die halt jetzt in Top-Ladder unterwegs sind, haben ein Deck oder viele Pros, die ein Deck spielen. Zum Beispiel Vero mit Bridge-Spam, Badfast mit X-Bone haben halt ein Deck auf dem, ja, auf dem Level, wo sie halt Level 7 Mastery haben, das heißt komplett durchgespielt. Viele, die halt mehrere Decks spielen, wie Mohammed Light, haben so 6, 7, 8, 9, 10 Karten auf Level 7, weil er halt einfach extrem viel spielt. Aber generell kann ich euch sagen, da müsst ihr auf jeden Fall, ihr müsst nicht unbedingt im Party-Modus gehen, um eure Karten-Mastery hochzugehen. Es ist der einfachste Modus, wenn ihr allgemein sagt, yo, ich habe jetzt irgendwie Bock zu zocken, dann nimmt die Karten-Mastery auf jeden Fall mit. Aber ich würde sagen, allgemein, ja, okay, nochmal eine Kanone rein, ist das sozusagen der beste Modus, um zu grinden, aber sonst natürlich auch Ladder. Classic Challenges, auch sehr, sehr hilfreich, aber das sind so der Ding. Wenn man halt ganz geil ist, halt ein Kartenmastery, warum ich Kartenmastery so krass geil finde, ist, dass du einfach belohnt wirst fürs ganz normale Zocken. Ich habe ganz normal Clash Royale gezockt. Klar, ich bin Max-Out-Spieler, aber das ist ja in dem Fall egal, ob ich Max-Out-Spieler bin oder nicht. Das macht ja in dem Fall keinen Unterschied. Ich habe ganz normal Clash Royale gespielt und habe dadurch jetzt extrem viele Juwelen, extrem viel Gold, was mich natürlich nicht interessiert, aber allgemein um den Skirtikus-Prinzip jetzt hier, dass ich allgemein dadurch halt meine Masteries extrem hochgegrindet habe, obwohl ich eigentlich nur ganz normal Clash Royale gespielt haben. Müssen jetzt hier holzen. Bringe mal einen Barrel rein. Okay, das ist jetzt ganz eng. Okay, Princess rein. Jetzt haben wir die nächste Kanone. All good. All safe. Er kann kein Feuerwehrpredikt bringen. Ich bin, denke ich, jetzt in einer relativ guten Position. Aber das ist einfach so, wie ich persönlich meinen Kartenmastery hochfahre. Ihr habt ja auch gesehen, Trimax hat es dann über den Party-Modus gemacht. Was natürlich einfach eine krasse Option ist. Ja, ich bringe jetzt den Lock rein. Jetzt eine Kanone rein. Skellies. Ist einfach sehr, sehr krass so. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr oder wie eure Kartenmastery aussieht. Würde mich ja interessieren, habt ihr so viele Karten auf 4, 5? Seid ihr kein richtiger Grinder? Oder habt ihr wirklich so 6, 7 Karten oder auf einem sehr, sehr guten Level, weil ihr nur dieses eine Deck benutzt? Natürlich kommt es immer darauf an. Seid ihr Free-to-Play-Spieler? Habt ihr die Möglichkeit, meine Challenge zu finanzieren? Oder Changes allgemein, oder habt ihr nur ein Kartenlevel hoch? Natürlich, was Supercell damit anregen will, ist, dass ihr auch Karten spielt, die vielleicht nicht so auf einem hohen Level habt, um dann halt Juwelen zu bekommen, um die Karten halt allgemein abzugraden. Da muss man natürlich ein bisschen, sozusagen, das heißt aufpassen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr, ja, die Karten natürlich dann nicht in Ladder spielt, wenn die unter Level sind, weil dafür würde ich sagen, eure Trophäen, ja, eure Trophäen sind, glaube ich, mehr wert als ein Kartenmastery. Vor allem, wenn es Richtung Season geht. So, bringen jetzt den Princess rein, plus ein Holz. Kriegen jetzt hier gut verteidigt, haben die nächste Kanone ready, die spielen wir hoch. Dann sollten wir das Game
hier eigentlich gewinnen. Rocket rein, Barrel rein, Princess rein. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die nächsten Sekunden gut zu verteidigen. Bring jetzt eine Rakete rein, er wird wahrscheinlich jetzt hier einen Feuerwehrpredig machen, macht er nicht. Doch, macht er. Log. Ein gutes Log. Jetzt können wir eigentlich mit der Kanone gleich easy verteidigen. Kanone kommt rein. GG's Well Played. Sehr, 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 sehr geiles Game. Und damit gewinnen wir das erste Spiel in der heutigen Episode. Das, by the way, ist das Profil von Mohammed Light. Also, Mohammed Light hat jetzt, glaube ich, nicht mal eine Karte auf Level 6, weil vor allem Mohammed Light ein Spiel ist, der sehr, sehr viele Friendly Battles spielt. Nicht so viel Ladder, nicht so viele andere Modusse oder Modi. Vor allem auch gar keine Grand Challenges mehr. Das heißt, ihr könnt sehen, er spielt sehr, 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 sehr viele Karten. Allgemein, er hat sehr, sehr viele Karten gespielt in Ladder, aber auch in Challenges. Aber vor allem in Friendly Battles spielt er extrem viel. Und Friendly Battles zählen ja nicht für die Kartenmeisterung. So, nächstes Gaming gegen Krasche. Wenn ihr noch weitere Tipps in die Kommentare habt oder allgemeine Sachen habt, wie ihr die Kartenmeisterung hochgefahren habt und das irgendwie mit der Community teilen wollt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wann das Update genau rauskommt. Ich glaube, jetzt seit einem Monat. Jetzt habe ich erst meine Level 7 Karte und dann muss ich auch sagen, ich spiele ja jeden Tag relativ viel. Ich denke, mehr als ein normaler Casual-Spieler tut, weil ich jetzt 3, 4, 5 Stunden streame, dazu noch Videos aufnehme, vielleicht ab und zu mal ein, zwei so Games in der Grand Challenge mache in Ladder. Alles dauert schon lange, aber ich finde, das macht auch den Reiz aus. Ich finde, das Geile ist halt, dass du halt so lange grinden musst, um halt überhaupt deine Kartenmeisterung so erfahren. Weil ich finde es persönlich immer langweilig, wenn so ein paar Sachen nach einem Tag schon rum sind. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es irgendwie schon auf Twitter gesehen, ob es einen gibt, der schon alles durchgefahren hat. Ich denke, es gibt schon Suchtis, die Richtung Level Maxed Out gehen mit jeder einzelnen Karte. Aber das ist schon sehr, 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 sehr schwer. Da musst du gefühlt schon 12, 13, 14 Stunden am Tag Clash Royale spielen. Und dafür, ja, weiß nicht, ob es sich so lohnt. Natürlich als Free-to-Play-Spieler schon, aber ich gehe davon aus, ja, ich weiß nicht, das Ding ist, hat es viel mit Skill zu tun? Muss man überlegen, ob es sich viel mit Skill zu tun hat? Das ist auch so eine Frage, die ich mir stellen muss. Ich denke jetzt gar nicht mal so krass viel, weil es geht da wirklich nicht darum, irgendwie mit der Karte zu gewinnen oder so. Es geht darum, Damage zu machen. Aber trotzdem, ja, ist das, denke ich, so. Da muss man wirklich 24/7 Party-Modus spielen. Klingt auch sehr, sehr anstrengend für den Kopf. Dieses Deck, by the way, habe ich ja schon in einer letzten Videos vorgestellt. Finde ich persönlich extrem cool. Ich mag das Deck. Schnelles Cycle-Deck. Feier ich. Lockbait allgemein cool, ein bisschen unfortunate, dass der Gegner X-Bogen mit Lock hat. Aber generell ist es okay, ich bring jetzt mal einen Fire Spirit an die Bridge. Bring hier mal einen Lock rein, gutes Lock und jetzt gehen wir ins nächste Fass rein. Guck mal, das Holz, hat überhaupt ein Holz im Cycle? Bring hier mal, okay, bring eine Princess rein, okay. Ist einfach so krass, ne? Skellies und gleich kommt der nächste Fire Spirit. Bräuchten wir ihn überhaupt, brauchen wir nicht, aber einfach Sicherheit. Safety first, bring jetzt hier die nächsten Mighty Miner rein. Zum Blocken an der Bridge. Holz kommt rein. Und ich denke, jetzt fokussieren wir uns langsam wieder mehr aufs Game. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Predicts! Bring mal einen Trick Barrel rein. Bring mal einen Trick Barrel rein. Und bald, ich weiß nicht wann, aber es kommt ja auch bald, ich glaube, Richtung 4., ne, 8., glaube ich, Richtung 8., oder war es 8., oder, ich glaube 14., ne, ich glaube 14. war es, 14. bis 22. ist, glaube ich, auch die neue Hexen-Challenge. Das nächste Clash Royale-Update sollte ja auch irgendwann hoffentlich wieder anstehen, wobei, es ist erst ein Monat her, wahrscheinlich so Richtung Juli, wenn wir Glück haben. Würde ich auf jeden Fall cool finden, also, klar, das Update war cool, so für die Cash-Spieler, aber ich wünsche mir noch irgendwie sowas, auch wenn es vielleicht egoistisch klingt, für so Gameplay, dass vielleicht sowas Neues kommt, wie neues Turniersystem oder so, das würde ich extrem, extrem krass feiern. So, nächste Prince an den, auf den Ice Wizard gefokust. Und ihr könnt sehen, wir haben das Game bisher sehr, 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 sehr gut unter Kontrolle. Bringen jetzt einen Fire Spirit rein. Greift der Tester überhaupt die Prince an? Ja, okay. Hier bringe ich einfach nur ein Holz rein. Plus ein Löckchen. Princess rein. Fire Spirit dazu, Goblin Ball rein, Mighty Miner rein, Log, Skelette, Fire Spirit. Und wir wollen natürlich hier 24/7 Druck ausüben, dass er wirklich keine Möglichkeit hat, das irgendwie hier zu bändigen. Bring jetzt das nächste Log rein. Und ihr könnt sehen, es ist einfach insane. Also dieses Lockbait-Deck macht wirklich unfassbar viel Spaß. Natürlich, der Mighty Miner ist halt krass in dem Deck, wegen dieses drei Karten-Zeigens, den du dadurch hast.
Aber allgemein, wenn ihr den Mighty Man nicht habt, könnt ihr zum Beispiel auch eine Valkyrie spielen, aber das ist natürlich deutlich, deutlich schlechter. So, Fire Spirit mal rein. Bring jetzt den Holz rein. Skelette. Dieser Mighty Miner. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht werfen wir jetzt eine Rakete lieber drauf. Ich glaube, er weiß nicht, dass wir eine Rakete haben oder so. Komisch auf jeden Fall. Rakete kommt. Princess Bridge. Barrel rein. Okay, was jetzt machen wir? Ist hier perfekt Holzen hoffentlich. Das Holz ist jetzt wichtig. Mighty Miner mal so. Jetzt brauchen wir noch... Ah, okay, Rakete reicht, Rakete reicht, Rakete reicht. Oh Gott, wir gewinnen das Spiel. GG's, well played. By the way, wir sind mittlerweile auch auf Platz 6 der Welt, obwohl wir nebenbei eigentlich nur über ein Thema reden wollten und ja, haben trotzdem jedes Game gewonnen. Und was ich auf jeden Fall noch gerade vergessen habe anzusprechen, weil es mir auch gerade selbst auffallen ist, ist, ich glaube, ich habe so viele Karten verschwendet, weil ich vergessen habe, die Mastery halt zu upgraden. Also geht auf jeden Fall drauf ein, also... Mittlerweile bin ich so genervt nach jedem Game, kommt ihr über die Masteries, die auf, ja, die halt genommen wurden bei dem Game. Die du halt benutzt hast, wo du halt Level dazu bekommen hast. Finde ich persönlich immer extrem nervig. Mittlerweile bin ich deswegen so in dieser Position, wo ich einfach keinen Bock habe, es einzusammeln und dadurch halt Karten verschwenden. Also denkt immer dran, kurz nach jedem Game, kurz auf euer Profil zu gehen, zu gucken, ob ihr eine Mastery freigeschaltet habt, ein neues Level und dann weiterzumachen. So, wir jetzt hier den Mighty Miner mal rein mit der Ability. Wir sind jetzt übrigens im Grand Challenge Game, weil ich gerade ungelogen gefühlt 10 Minuten gesucht habe nach einem Gegner und darauf hatte ich halt gar keinen Bock. Okay, Rocket rein. Eigentlich 3M immer ein Matcher, wo man sagen muss, ist generell relativ solid. Ist jetzt kein Matcher, wo ich sage, okay, das gewinnen wir 99% der Games, aber es ist ein Matchup, was ich eigentlich meistens gewinnen soll. Natürlich wäre vielleicht eine Valkyrie besser, aber der Mighty Miner, die Explosion Bomb, alles klar, Bruder. Ist jetzt auch nicht so bad. Ich würde sagen, gehen wir mit Princess und Barrel rein, weil er wird kein Holz haben. Okay, er hat ein Holz, aber das Holz wird die Princess nicht killen, deswegen bin ich trotzdem relativ glücklich. Okay, Mighty Miner mal rein. Mighty Miner macht einen guten Job. Fire Spirit Bridge. Ich würde sogar sagen, wir können jetzt überlegen, das nächste Fass zu bringen. Ich fasse es nicht! Ja. Okay, ich würde sagen, für ein Elixier, die Bombe auf die E-Bubs lohnt sich. Ich bringe jetzt hier mal einen Log rein. Fire Spirit dazu. Du musst natürlich auch sagen, dass er jetzt zwei Pumpen auf dem Feld hat. Wie zum Heck verteidigen wir es jetzt? Er hat zwei fette Pumpen on the map. Oje, 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 okay. Pumpe kannst du nicht mehr spiegeln. Kriegen wir den Splash auf die Pumpe? Oh, was? Geil. Lol, wir haben einfach die Pumpe natürlich gekillt. Sehr nice. Lieben wir. Okay, Fass rein. Fire Spirit. Skelette. Fire Spirit. Okay, sicher, sicher, sicher. Mighty Miner. Also ich kann langsam eigentlich die Pumpe nicht mehr rocketen, wenn ich drüber nachdenke. Barrel. Skelette. Okay. Nächstes Barrel. Ist er wieder back to log? Ne, ist er nicht, aber er kriegt trotzdem gefühlt gar kein Damage. Okay, wir kriegen gar kein Damage. Alter, er spielt sehr, 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 sehr gut. 3M. Cycle. Richtig geiles Deck. Fire Spirit. Skelette. Cannon. Log. Fire Spirit. Skelette. Cannon. No, damit verlieren wir das Spiel. GG's Real Plate hat extrem stark gespielt. Ich hoffe, euch heute trotzdem das heutige Clash Royale Video ein bisschen gefallen und ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Wenn ihr noch ein paar Tipps vergessen habt oder ihr noch andere Sachen hattet, wie ihr in der Mastery Erfolg hat, schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, ich bin raus. Danke fürs Anschauen und ciao, Leute.